Oh Gott, jetzt müssen wir nochmal uns durchklicken. Ich wollte ja eigentlich schon noch eine halbe Stunde oder so, wollte ich schon noch spielen. Ich werde nochmal kurz laden und hoffe einfach mal auf das Beste. Wir haben zuletzt gespeichert auf der kleinen Insel. Und dann sind wir hochgefahren. Also gar nicht mal so weit zurückliegend. Nicht wundern, ich habe hier immer einen schwarzen Bildschirm bei dieser Intro-Musik. Mach mal weiter. Vielleicht hat er hier auch irgendwie Autosave gemacht, das wäre natürlich super. Ansonsten müssen wir uns das nochmal geben, aber dann klicken wir uns relativ schnell durch. War jetzt der erste Absturz vom Spiel, den ich bisher hatte. Yep, natürlich sind wir auf dieser kleinen Insel. Haben wir die Zuordnung der Inventarsache? Okay, die passt schon. Gut. So. Jetzt schauen wir noch mal rein. Navigation auf See, das habe ich nämlich vorhin sowieso verpasst. Wir wollten ja die hier wegziehen, damit die Moral noch einigermaßen hoch ist. Und alles andere bleibt, soweit ich mich noch erinnern kann, erstmal so. Wir haben hier die Essenssachen noch zugeordnet und das Trinken. Also Essen und Trinken haben wir jetzt schon ziemlich viel. Das ist schon mal sehr gut. Okay, also wir begeben uns nochmal Richtung Nekitaka und dann wird wahrscheinlich die Aktion, das Event wird nochmal auslösen. Könnte ich mir vorstellen. Was haben wir denn hier? Die Huaro. Sollen wir vielleicht erstmal hier rüber? Die habe ich vorhin nicht gesehen. Du segelst an einem Riff vorbei, als etwas ruft und nach Backbord zeigt. Dort ist ein Schiff in der Mitte gestrandet. Es balanciert auf einer schmalen Untiefe. Es hebt und senkt sich mit den Wellen. An seinem Mast hängt eine blaue Flagge, auf der man eine Mondsichel erkennt, die in den Wellen versinkt. Deine Mannschaft versammelt sich und flüstert mit leiser, aufgeregter Stimme. Oh, wir sind hier sehr verletzt, klaffende Wunde. Alt Engrim eilt an die Reling. Captain, das ist ein Gabenbringerschiff. Man kann nicht sagen, welche Schätze sich darauf befinden. Eodul schnaubt. Gabenbringer führen sentimentalen Krimskrams mit sich. Nutzloses Zeug. Nein, das ist das Schiff eines Schmugglers. Es ist eine klassische Tarnung. Spuckt ins Wasser. Was? Spuckt ins Wasser? Dann ist es eine verdammt dumme Tarnung. Gabenbringer besuchen nur Siedlungen, die von Land umgeben sind. Das ist eine Falle. Bereitet ein Boot vor, wir müssen hinrudern und am Rumpf hochklettern. Du ruderst das Boot über die Riffe, die Wellen werfen es hin und her und die Unterseite des kleinen Boots schrammt manchmal über die zerklüftete Struktur darunter. Du legst an einem Korallenstumpf neben dem Wrack an. Das Wasser ist rau und der Rumpf glitschig, aber du findest an den sich bewegenden Planken Halt. Hochklettern. Du ruderst das Boot über die Riffe. Achso, das kennen wir schon. Du ziehst dich hoch und nutzt dabei verbogene Planken und Seepocken als Halt. Du hast fast das Hauptdeck erreicht, als eine Welle auf das Schiff prallt. Du hörst ein Krachen unter dir, als das Schiff sich bewegt. Deine Beine geben unter dir nach und deine Finger graben sich ins feuchte Holz. Nein! Oh, Gott sei Dank. Du hältst dich gut fest. Sobald das Schiff anlegt, setzt du deine Kletterpartie fort und erreichst das sichere Deck. Das Schiff ist verlassen, du findest nicht einmal Leichen. Wenn das Schiff ein Boot hatte, ist es auch verschwunden. Nach Bergungsgut suchen. 10 Medizin und 27 Munition, ja. Findest mehrere Kisten mit Vorräten und andere mit verschiedenen Dingen. Taschentücher, Perlenschmuck, geschnitzte Figuren, die Puppe eines Kindes. Du denkst an Beoduls Worte und fragst dich, ob dies nicht vielleicht doch das Schiff eines Schmugglers war. Nach Hinweisen auf Schmuggler suchen. Dafür brauchen wir Findigkeit, Wahrnehmung. Wir haben 3, 17, 2, 13. Ja, das sind wir eigentlich eh am besten. Du schiebst, was? Aber dann bemerkst du Kratzer auf dem Deck.
als ob die Kiste mit Gerümpel mehrmals über die gleiche Stelle gerückt worden wäre. Du schiebst sie zur Seite und findest darunter eine Falltür. Darin ist eine kleine Truhe randvoll mit Goldmünzen. 23 Gold-Scaling. Zwischen den Münzen ruht ausgerechnet das kleine Figürchen eines Imps. Kami eines lachenden Imps. Nutzung 1 pro Ruhephase. Effekte. 2 Salzwasser-Imps werden da erzeugt. Sehr schön. Lädst ein Pfund auf das Boot und ruderst zurück zum Schiff. 109 Erfahrung für die Mannschaft. Gut, also jetzt machen wir uns aber auf den Weg Richtung Nekitaka. Irgendwann müssen wir da ja mal ankommen. So, jetzt kommt wahrscheinlich die Sequenz nochmal. Ich klicke das jetzt einfach mal durch, weil wir das ja schon alles kennen. Helia's feathered crest stands on end. You. Your point. However, if we. The palace. Aethys both step. Mogren, she became. Mogren's. Even if we manage to destroy. The palace. Mogren. Wotica, her voice takes on a sharp. Your opinion. We will act. The palace. The word. Follow. The black. Your debt to me remains unpaid. She stands helpless. You fall wide. And in the. You angle a small. The moment you blink open your eye. Bitte nicht abstützen! Bitte nicht abstützen! Nicht abstützen. Oh, sieht gut aus. Gut, wir sind wieder an Bord des Schiffes. Können offenbar hier noch ein bisschen was plündern. Ein weißer Umhang, Heiltrank, Fragmente des Flüstern des Jenwalds. Das Schwert, das als Flüstern des Jenwalds bekannt ist, wurde zwar bei der Vernichtung von Katnua vollständig zerstört, doch erneut hat es seinen Weg in den Besitz des Straßenwächters des Wachturms gefunden, wenn auch in Bruchstücken. Es würde einen Schmied von großer Kunstfertigkeit erfordern, die Waffe neu zu schmieden. Mit den richtigen Materialien allerdings könnte das Schwert vielleicht sogar mit weit größerer Macht wiederhergestellt werden, als sie vorher besaß. Okay. Ein Brief von Aufra. Tollfuß, ich hoffe, dieser Brief erreicht dich bei bester Gesundheit. Es ist jetzt viele Sommer her, seit du zuerst ins Goldtal gekommen bist. Im Laufe dieser Jahre hat sich vieles verändert für uns beide. Ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnern kannst, aber ich werde niemals den Tag vergessen, an dem du an unsere Tür geklopft hast. Anschließend habe ich viele Monate lang mit meinem Glauben und meiner Angst kämpfen müssen. Dennoch haben die Götter mich mit einem Sohn gesegnet. Er ist gesund und stark und jetzt bereits ausgesprochen neugierig. Alle im Goldtal lieben ihn. Ich habe ihm von dir erzählt. Er erkundigt sich ständig nach dem Wächter, der seinen Geist wiederhergestellt hat und hofft sehr, dir eines Tages persönlich begegnen zu können. Bis dahin sollst du wissen, dass wir immer für dich beten. Deine höchst dankbare Dienerin Aufra. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Aber das wird schon seine Richtigkeit haben. How may I be of service, my lord? Der Hüter, wer bist du? I was the steward of your keep at Cadnua, my lord. Long before your time. I had my soul bound to a throne of Ardraban. And for nearly 200 years, I felt Cadnua and the comings and goings within it like an extension of myself. It is a strange connection to lose. Still, it would be unseemly for me to complain of loss to you, my lord. Wie bin ich überhaupt an ein Schiff gekommen? With Cadnua in ruins, there was little purpose in waxing sentimental over the rubble. I was able to salvage enough of your treasure and wealth to afford the purchase of the Defiant and the hire of a small crew. Unfortunately, that consumed the remainder of your once considerable assets. Under the circumstances, I hoped you would not object. Was soll ich als nächstes tun? I suggest we proceed to Nekitaka, ja, my lord. It is the largest city in Deadfire, and we shall be better able to get our bearings there. Ein Plan, den wir schon lange eigentlich ausführen wollten. So, Xoti. With every soul, my lantern's getting heavier and heavier in my hand. Wie fühlst du dich? Hattest du in letzter Zeit irgendwelche Albträume? They're there in my head when I sleep. And sometimes I can taste them on the back of my tongue like a smear of grit. Happens when I take in a particularly volatile soul.
Was wirst du jetzt machen? Go madder than I already am. I don't rightly know. It's not like I can turn my back on my duty to my God, even if it kills me. Tell me what's on your mind. Sure thing, Watcher. Und wir können aufsteigen. Sehr schön. Wir sind immer noch Gesundheit. Das steht hier 67 von 67. Das heißt, sobald wir eine Wunde haben, haben wir auch nicht mehr die volle Gesundheit, offenbar. Wir werden mal aufleveln. Alchemie lassen wir. Nee, wir machen die Mechanik wieder mal. Hier unten Findigkeit überleben. Dann zwei Punkte haben wir wieder zu vergeben. Gefährten wiederbeleben. Der Waldläufer kann seinen tierischen Gefährten wiederbeleben. Geringe Menge an Leben wiederherstellen. Der Waldläufer hechtet in Sicherheit und erhält die Inspiration schnell. Oh, das ist gut. Vor allem, wenn wir dann irgendwie im Bedrängnis sind, können wir uns vielleicht irgendwie dann entfernen. Das nehmen wir auf alle Fälle. Können wir unseren Gefährten noch ein bisschen verbessern. Okay. So. Stufe 5 mittlerweile. Dann, wer steht denn hier noch rum? Der Alot steht noch rum. Hey, Vel. Thank you again for maintaining my story in front of Vanessa and the others. Er schenkt dir ein dankbares Lächeln, das fast so schnell vergeht, wie es kam. I didn't enjoy deceiving them, but it seemed simpler than the alternative. Einfacher als zu erklären, was du mit dem bleiernen Schlüssel zu tun hast, auf jeden Fall. I hoped you'd understand. War das nicht sarkastisch jetzt gemeint? Believe me, I take no pleasure in duplicity. Was genau hast du eigentlich hier draußen gemacht? After we parted, I set out to destroy the leaden key. It's controlled us for too long. I wanted to free Kith from it. So for 5 years I've been tracking down leaden key circles, searching for the places where they operate in secret. Er zieht seine Brauen zusammen. Trying to undo them. Und wie ist das gelaufen? The task has been more difficult than I anticipated. Wir lauschen. I don't think I fully understood the weight of the decisions I would have to make. Or the burden of living with them. It was much easier when I only had to follow someone else's lead. My father's, Theos's, yours. Er sieht dich kurz aus dem Augenwinkel an. Was meinst du damit? After we defeated Theos, I thought the hard part of undoing his work would be tracking down the Leaden Key's members and operations. Aber? Perhaps this would be easier with an example. I went to a village in Old Valia, a run-down backwater of a place. Centuries ago, the Leaden Key had intervened to end some heretical cult. The details were lost, but what had endured was a practice of ritual bloodletting. A gruesome, pointless tradition. Er verzieht das Gesicht. At every full moon, the villagers would feed the soil with their blood. No one, young or old, sick or hale, was exempt. Was hast du getan? The village priest administered the practice. Grim old fellow. Reminded me of Theos. Er hebt eine Augenbraue in deine Richtung. He was a tyrant. I was certain that if the villagers were free of his influence, they'd be free from the bloodletting too. So I arranged for him to have an accident. Und dann? The old man died, and the villagers were terrified. They were convinced his death was an ill omen. They blamed it and every other mishap that befell them on their lack of faith. So they began bloodletting every week. Okay. Turning on their neighbors for giving too little. Er verzieht die Lippen, als würden die Worte einen bitteren Geschmack in seinem Mund hinterlassen. Instead of a handful dying each year, a few perished every week. Inzwischen hat er den Saum seiner Schärpe fest verknotet. Er umklammert ihn mit bleichen, starren Fingern. Und jetzt machst du dir deswegen Vorwürfe, stimmt's? I had to do something, didn't I? Er wendet sich dir mit weit aufgerissenen Augen und gequältem Blick zu.
Er hält wiederum inne und löst den Knoten in der Schärpe in seinem Schoß. I keep wondering what I might have done differently or how I could have known better. Aus seinen Fehlern zu lernen ist ein guter Anfang. I suppose so. I should get some rest. It's been a long day and you've given me a lot to think about. Warte, du hast mir noch immer nicht erzählt, was die Beseeler mit all dem zu tun haben. Ah, that. Er massiert sich die Schläfen. I'm looking for an old leaden key sect. I've found several references, but... Er bricht ab und schüttelt den Kopf. I want to be sure. Ah. Please, let me go over my notes again. Then I promise I'll tell you everything. Dann reden wir später weiter. Wir haben eine neue Quest bekommen. Warte auf Alots weitere Erklärungen zu der Quest offenbar dann. Okay. Wer steht denn hier noch rum? Das ist Alt Engrim. Der Seemann salutiert. No, but I'll keep... Hey, this brings back some memories, huh? Was denkst du gerade über Eothas? I want the destruction to stop. I want him to finish what he's doing and then go in peace. Only I don't see it playing out that way. If you like. Was hast du gemacht, nachdem wir das Vermächtnis beendet haben? I like that feeling. Knowing we'd stopped Theos. We were part of something big. That was something I never felt before. Not even at war. Guess I went looking for it again. Not that I wanted to tangle with gods, but something smaller. Something I thought I could manage. I looked all around the Deerwood, but that place has too many ghosts for me. Things I'd just as soon forget. Ended up moving to Adir and tracking down my parents. They went there as refugees after the war ended. Hast du einen Weg gefunden, dich nützlich zu machen? In part, I guess. Adir, they still got some bad blood with Deerwood. Goes back to the revolution. Some Adirans like to give Deerwoodans a hard time, they get the chance. With my folks, a group came along and tried to take their land. Made a phony claim to it. Was hast du gemacht? I sat down with them and we had a friendly negotiation. One fella, I don't think he'll ever be able to look to his right again. But we came to an understanding. My folks, well, they didn't see me the same after that. I think they'd have rather given up the land than have it come to violence. And I don't know if that was something we could have avoided or if it was the cost of trying to fix things. Gut. Wer steht hier noch rum? Irgendjemand habe ich gesehen hier. Wie können wir denn hier wieder raus jetzt? Ah, hier oben zur Weltkarte. Und ein neuer Versuch startet jetzt endlich hier nach Nakati zu reisen. Nikita. Jetzt hör auf, mich anzugreifen! Ich will doch nur in diese blöde Stadt! Zurückziehen! Das ist doch blöd. Was machen wir denn da? Wir bringen wieder alle an Bord. Und werden jetzt einfach mal volle Kraft darauf zu fahren. Wir drehen uns um. Und hoffen einfach mal, dass wir hier irgendwie durchkommen. Volle Kraft voraus. Wir könnten ja mal mit anderen... Oh, das könnten wir noch machen. Wir könnten... mit anderen Kanonen schießen. Damit vielleicht ein paar Piraten hier schon mal weg fallen, wenn wir später dann entern. Da müssen wir uns quasi jetzt umdrehen. Feuerkanonen. Und zwar jetzt hier den Traubenschuss. Zielt auf die Oberdeckbesatzung, genau.
Kein Schaden. Ich frage mich, ob später dann die Gegner vielleicht auch ein bisschen geschwächt sind. Können wir dann nochmal schießen? Nee. Ja, Position halten. Wir hätten eigentlich nur 16 Schilder hier. Eine Runde warten wir noch. Von 16 jetzt auf einmal. Das werden sie sich jetzt aber merken. Mehr Wasser strömt in die Löcher im Rumpf der Versenker. Und nun liegt das Schiff halb unter Wasser. Eine Explosion im Frachtraum zerreißt das Schiff. Eine große Wolke dichten schwarzen Rauchs steigt in den Himmel auf und der Wind weht den Geruch zu dir herüber. Es ist Schwarzpulver. Doch bevor du auch nur blinzeln kannst, verschwindet der größte Teil des Schiffs im Meer. Alles, was jetzt noch aus dem Wasser ragt, ist der Hauptmast mit seinen zerrissenen Segeln. Es steht aufrecht wie zu einem letzten Salut, bevor auch er im Meer verschwindet. Moral haben wir erlangt, Erfahrung auch jede Menge. Alle haben eine Stufe erhalten. Teufels hat einen Rang erreicht, Beodil hat eine Stufe erhalten. Die Münzen werden wieder geteilt mit der Mannschaft. Alles nehmen und fortfahren. Wild Triumph von Bettler Bifrut. Jede Menge Klamotten, aber jetzt nichts Besonderes, aber das können wir alles dann schön verkaufen. Ah, wenn wir jetzt endlich mal ankommen würden und nicht ständig unterbrochen werden, können wir, oh, wir können hier auch speichern, sehr schön. Wir müssen bis hier hochfahren. Ich lasse das jetzt, oh nein, ich lasse es jetzt einfach mal hier alles links liegen. Ich will erstmal nur zu der einen Stadt. Weil ist dann eh bald Schluss. Wir können in der Zwischenzeit die Crew wieder zur Reserve bringen. So, ein Händler ist das. Nicht angreifen, nicht angreifen, nicht angreifen. Okay. Und jetzt kommen wir tatsächlich an. Na Gott sei Dank. Nach Niketaka. Eine offenbar etwas größere Stadt. Ladezeit, Ladezeit, Ladezeit. Erfolg freigeschaltet, Niketaka erreicht. Da steht plus 1 Segnung erhalten, was immer das auch ist. Niketaka von Prima 2823. Es ruckelt hier schon ganz schön hier. Weiß nicht wieso. Aber das ruckelt und zuckelt. So. Da vorne steht auch nochmal eine Abenteuergruppe. Als du den Kai entlangläufst, wird dein Kommen von einem Kader Aumanauer in schwerer Rüstung bemerkt. Ihre Anführerin kommt mit ihrem Trupp mit schnellen Schritten auf dich zu. Die Hafenmeisterin überragt dich deutlich und lässt sich auch nicht dazu herab, sich zu bücken oder ihren Blick auf deine Augenhöhe zu senken. You're far from home, Farmer. How did you make it all this way in your little boat? Die Aumanauerin streckt ihren dicken Nacken vor, um sich den Rumpf deines Bootes anzusehen. Ihr Gesichtsausdruck ist halb ungläubig, halb mitleidig. Why do we gotta be farmers, just 'cause we're from Deerwood?
Are you a farmer? Yeah, but you can't just assume. We got rabble-rousers too. Als sie ihre Aufmerksamkeit wieder auf dich richtet, wird die Maunerin formeller. I'm the harbor master, Kauha. I must ask your reason for docking in Nekataka. Ich bin hinter einem Riesen aus Adra her und muss mit jemandem im Palast darüber sprechen. Die Hafenmeisterin kichert in sich hinein, ebenso wie die Frauen und Männer hinter ihr. Yeah, you do need to see someone, truly. I think it's the animancers in the spire you're looking for. To help with your head. Sie tippt sich dreimal leicht auf die Stirn und sieht sich kurz zu ihren Kameraden um. Die Wachen brüllen vor Lachen und klopfen der Hafenmeisterin für ihren gelungenen Witz auf die Schulter. Du fühlst ein unangenehmes Brodeln tief in deinem Inneren. Du bist dir nicht sicher, ob diese Empfindung körperlich oder geistig ist, aber sie führt unmittelbar zu Übelkeit und in deinen Ohren hörst du das Blut rauschen. Durch den Lärm hörst du die Stimme einer dir bekannten Frau. Sie spricht langsam und jedes Wort ist begleitet von einem Ton wie das Läuten einer kleinen Glocke. Show them. Show them what you are. Oh yeah. Wie können wir denn das zeigen? Auf die Falte am Rand des Zwischenreichs konzentrieren. Wie kann ich es denn denen jetzt zeigen? Ich konzentriere mich auch mal auf die Falte. Schließ deine Augen und wendest deinen Geist ins Innere. Du schließt die Geräusche des Hafens und der bedrohlichen Gruppe Wachen aus. Schon bald hörst du nur mehr das Rauschen des Blutes in deinem Kopf und das gedämpfte Läuten einer weit entfernten Glocke. Yes. That's it. What's the matter with you? What are you doing? If you're trying to scare us with some cipher mischief, save the purple flames for the tribes of the outer islands. Das Getöse in deinem Kopf beginnt abzuklingen. Das Läuten der Glocke wird klarer und rhythmischer. Zwei aufeinanderfolgende Schläge gefolgt von einer kurzen Pause. Du bemerkst, dass das Läuten im Einklang mit deinem Herzschlag ertönt. Du öffnest deine Augen. Die Hafenmeisterin gestikuliert wild, vermutlich um deine Aufmerksamkeit zu erregen. Sie schreit dir ins Gesicht, aber du hörst keine Worte. Nur das Läuten der Glocke, während sich dein Herzschlag verlangsamt. Und verlangsamt. Und verlangsamt. Und verlangsamt. Now. What is this? Run for it! Ob das jetzt so gut war? I think I got a ghost up my nose there. That's better. Eieiei, ob das jetzt so gut war? Der Hafenmeister steht mir nicht mehr im Weg. Ich kann mich nun ungestört auf die Suche nach Kanga Palast machen. Okay, wunderbar. Hallo Dinoam, du hast es mal wieder richtig erraten. Wir sind am Ende. Jedes Mal, wenn du kommst, dann beende ich die Folge. Wir werden noch kurz hier aufleveln. Das machen wir noch schnell. Arcana machen wir bei Alot, das ist okay. Geschichte können wir auch bei ihm machen. Der hat jede Menge neue Fähigkeiten. Wir nehmen die Fluggeschosse und Feuerball wäre auch ganz gut. Oder die Giftwolke, sehr schön. Und dann können wir nämlich hier mit der Xoti auch noch aufleveln. Die Xoti war Alchemie und Arcana. Wobei der Alot ja jetzt auch Arcana macht. Alchemie. Dann geh du mal auf Alchemie. Bluff macht keiner, oder? Metaphysik. Geh mal auf Bluff. So, was kannst du denn machen? Gebet für den Geist, Schutz.
Abwehrsiegel, wachsame Präsenz, auch Schutz, Inspiration, Wiederherstellung. Jawohl, ich will was Tolles machen. Ich will was, was weh tut. Ich glaube, den Eder können wir auch noch aufrüsten. Yep. Den können wir auch noch aufrüsten. Der Eder ist bei Athletik ganz gut und bei Sprengstoff. Einschüchtern auch, genau. So, was machen wir mit dir? Maultierritt. Mächtiger Angriff. Der die Feinde zuerst in die Luft schleudert und dann zu Boden wirft. Oh, das ist sehr schön. Schnelle Wiederherstellung. Alles für die Heilung. Ich habe die Kamera jetzt einfach nur so an, weil ich das ist ja nur ein angespielt, das bleibt ja nicht so. Das ist jetzt hier nur zum Streamen. Und natürlich ist es nicht immersiver, wenn die Kamera ausgeschaltet ist. Dann wäre ja ich nicht mehr zu sehen. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir soweit fertig mit dieser angespielt Session. Ich denke mal, das war jetzt auch die letzte für Pillars of Eternity. Wer mehr sehen will, der kauft sich am besten das Spiel selber und schaut einfach mal rein. Ich kann es nur empfehlen, ich bin bisher immer noch sehr begeistert vom Spiel, auch wenn es mittlerweile schon ziemlich überwältigend ist mit den ganzen Funktionen. Ich sage nur Schiffskampf. Aber ich glaube, über die Zeit werden wir da schon ein bisschen was herausfinden. Und ich werde es auf alle Fälle jetzt weiterspielen, offline natürlich, weil es ja doch ziemlich lang ist, ziemlich viel Text zum Vorlesen. Von daher werde ich das offline machen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen vom Spiel selber. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann vielleicht abonniert ihr den Kanal. Schaut einfach mal wieder rein im Twitch-Stream, würde mich freuen. Und vielleicht sehen wir uns dann auch wieder. In diesem Sinne, ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal. Ciao.